Better Love. Dann entwickeln wir mal. Story Quest, Schnuppe. Gameplay auch nicht so. So würde ich sagen. Allerdings gibt Casual gut Research Points ab. Die Vena-Konsole ist released. Ein bisschen Dialogs. Ein bisschen Level Design. Oh, passt. Der pisst. So. Grafik muss... Ja, passt. Mal gucken, was wir für eine geile Scheiße jetzt raushauen. Der Combo, bla 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 bla. Hey, ich bin ein Level up. Ein Level Editor. Ich will ein Game Report. Dankeschön. Dann kann ich hier die Weavers gucken. Ganz entspannt. Wir kriegen eine 6. Und dann kriegen wir eine 7. Und dann kriegen wir eine 7. Und dann kriegen wir eine 6. Also eine 6,5. Sehr gut. Ist noch gar nicht so grottenschlecht für den Anfang. Später ist halt auch geht wieder ab. It's a good combination und sonst ist Doppel Plus und wir resurgen. Nice topic. Und wir machen jetzt erstmal für die Engine was. Wenn wir dann für die Engine was haben, können wir weitergehen. Und mit neuen Topics prahlen. Erstmal will ich das alles noch dran haben. There is clear trend toward RPG games. Okay, wir müssen RPG machen. So momentan popular Genre. Und die G64 ist POT. RPG. Wozu könnte man RPG machen? RPG. Da ist der PC mal wieder King. Vampire Crisis. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was Crisis hieß. Wird erstmal abgecheckt. Aber wenn er nicht einfach so. Wenn sich der Behinderte anhört. So, Story und Crest natürlich. Engine so. So. So ist toll. Ja, so ist gut. Whoops. Jetzt bin ich in meinen Popschutz gekommen. Ja, das Spiel ist auf dem Markt. Okay. Okay, Crisis ist Crisis. Gibt keine Übersetzung. Auch gut. Zack, zack. So. Ba-ba-da-ba-da. World Design hoch. Und so machen wir das. Oh, komm. RPGs gehen eigentlich immer bei mir durch die Decke. Also ich das jetzt auch. Fertig.
Bling, ding. Dun, dun, dun. Simple cutscenes. Hier, das ist ein Game Report. Sehr schön. Dann kommen die Game Reviews. Eine 9er. Okay, es wird gut, Jungs, es wird gut. Eine 10er, sauber. Okay, Vampir und Rollenspiel ist wohl ganz geil. Komm, noch eine 10er, noch eine 10er, noch eine 10er. Bam, Junge. Das ist eine gute Wertung. Das ist eine extrem gute Wertung. Das ist geil, das ist geil. Das geht durch die Decke. Das geht richtig durch die Decke. Ja, jetzt mache ich Asche, jetzt mache ich Asche. Jetzt gibt's richtig auf die Fresse, Leute. Vampire, great. Very important, great important, sehr schön. Blablabla, describe my shirt. Nein. Nö. Möchte ich nicht. Möchte keiner anderen ausspionieren. Boah, in der vierten Woche noch auf Platz 1. Jawoll. So ist das. Komm, fünfte Woche. Auch noch auf Platz 1. Ich würde sagen, da haben wir ein richtig geiles Spiel rausgeholt. Simple Cutscenes, Klatsch. Haben wir direkt nochmal rein. Oh, in der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. auf die siebte Woche sind wir auf Platz 2 runtergerutscht. Da halte ich mich in der letzten Woche immer noch in der Top 3 auf. Ah, das Spiel scheint wohl sehr geil zu sein. Könnt ihr mir halt mal entwickeln hier, Indie-Entwickler, ich will da nutzen. Bis zum letzten Atemzug, Alter, 2,5 Millionen habe ich damit gemacht. Hammer, nice. Okay, New Topic, History. Wie mich unser nächstes Spiel in History and Adventure. Das wird nach gemacht, nachdem wir eine Engine entwickelt haben. Create Custom Engines. Kommt natürlich der ganze Bullshit hier rein. Und unsere Game Engine ist... die Comp Engine. Version 1.0. Perfekt. So. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie viel der kostet. Aber gekostet hat. Aber war schon ein paar tausend. Aber muss ja für ein gutes Ding. Ja, eine Konsole, bla bla. Jupp, Minit. Remaining. Journey hierbei ist, da kann man sich so schön nach hinten lehnen. Bis der fertig entwickelt hat, der einzige Druck ist Geld, aber mit 3,8 Millionen habe ich jetzt für die Engine noch keinen Druck. Dürfen halt nur keinen Crap machen jetzt. So. Ich würde sagen, noch so 2-3 Spiele mache ich ohne Leute. Und dann stelle ich mal so die ersten ein. News. So, sie ist fertig. Und dadurch konnte ich dann direkt noch, direkt ein neues Topic und wird Wild West. Komm in the Hold. Da wird's researched. Und es ist fertig. Sehr schön. Develop new game. Topic. History. Adventure. Okay, die Wiener Oasis ist scheiße ein Carol-Ding. Was ist nicht die Sache? Ich brauche ein Adventure-Spiel. Komm, entwickeln wir von Gambling. Meine neue Top-Ding. Mm-hmm.
Lost War. Kann man sich storytechnisch ausnehmen, ob man eine der beiden Weltkriege nimmt, Bürgerkriege oder sonst was. Auf jeden Fall empfehlen. Und hier sieht man jetzt, kommen wir schöne Sachen anklicken. Venture in so, so. Bisschen mehr Engine, ja, so. Machen wir es so. So finde ich das ganz gut. Nein, entwickeln wir. Guck mal, was da Neues rauskommt. Ja, Post. Level Editor rein. Und ab geht die Post. Mal gucken. Grafik. Mono-Sound natürlich. Ich würde das aber so machen. Grafik ein Stück weit besser sein lassen als die Welt. Das Spiel sieht top aus. Wäre geil, wenn wir nochmal so eine neue Erweiterung raushauen würden. Ne? Ich würde das schon feiern. Beides ist ein neuer Rekord. Dinger Game Level Up. Ist eigentlich alles Level 3 bis auf 2D auf Goodie. Hype verwende ich jetzt auch zum ersten Mal. Better Dialogues und Open World. Sehr schön. Die Reviews kommen rein. Na, fehlt ein Schauspiel. 4. 4. 4 und noch eine 4. Oh, eine 5 sogar. Krieg ich eine 4,25. Sehr toll. Mit sehr toll meine ich sehr scheiße. Ist okay, gut. Kombination ist nicht so geil. RI ist nicht so gut. Die Plattform war scheiße. Audienz-Match war okay. Aber Topic Audience war okay. Also fürs Topic ist es geil, für die Konsole wird kacke. Research. Passt sogar. Kann ich die beiden Sachen machen für die Engine? Und dann wird das nächste Spiel entwickelt. Bam, 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 bam. Research, Open World, Start Research. So, wollen wir das. Marketinganalyse. Ah, RPG Games sind wieder hoch im Kommen. Dann wollen wir da direkt mal gucken. Was wir damit machen. RPG. Ah, da haben wir schon wieder die History. Nehmen wir Vampire. RPG. Ist der PC mal wieder King? Ja, ich sag doch, der PC ist halt King. Vampire war jedermanns Sache, ne? Ja, gut. Und wir nennen es Vampire vs. Werewolf. Und warum hat er das eh da nicht hingepackt? Werewolf. So. Ich weiß gar nicht, ob man später auch zwei Topics nehmen kann, weil zwei Genres geht. Doppelgenre. Ich weiß gar nicht, mit zwei Topics. Das wäre auch geil für so ein Vampire vs. Werewolf, einfach beide Topics nehmen. So, Post. Wir müssen eigentlich mit RPG jetzt gut machen, weil es ist popular Genre. Das heißt, da könnte gut was geben. Let's go. Gucken, sehr schön. Mach die beiden Bugs raus. Sehr gut. Bing! Release das Spiel.
Die Reviews kommen. Es gibt eine 9. So gehört sich das hier. Auch eine 9. Und noch eine 9. Und noch eine 9. 90er Wertung. Das ist auch gut. Das ist schon cool. 9er Wertung oder beim Sia 90er Wertung. Wobei ich sollte lieber auf den Stand, wo da ist. Quite important. Nicht so viel rausfinden beim Game Report. Research. Nice topic. Okay. Na, dann sparen wir die mal. Aber ich pausiere jetzt. Und wir sehen uns genau an diesem Speicherstand wieder, wenn es heißt Game Dev Tycoon mit mir. Und für Anregungen, Kritik und Tipps, weil die werde ich da auf jeden Fall noch gebrauchen, falls ich irgendwas übersehe, blibla, je nachdem, was ihr meint, was ist besser, eventuell habt ihr auch Topics und Genre mit dementsprechenden selbst ausgedachten Namen, mit Konsole und so, ihr seht ja, wo ich bin, vielleicht habt ihr das auch, dann entwickle ich die Sachen, wenn ich die lese, mache ich auf jeden Fall. Aber bis dahin sag ich, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Tschüss.